Leute, ich habe heute mal wieder ein Haul für euch. Ich war nämlich letzte Woche und heute einkaufen in Drogerien und bei Lidl. Da habe ich was ganz Cooles gefunden und ich dachte, ich zeige es euch noch, denn ich denke, es sind bestimmt noch Restbestände da, auch wenn das jetzt nur so eine Aktion war. Aber zeige ich euch gleich. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich bei DM gekauft habe, denn da sind so ein paar Sachen bei, die neu sind. Eigentlich ist alles neu. Also aus dem neuen Sortiment, von Essence zumindest. Und ja, fangen wir mit dem langweiligsten an, dann haben wir es hinter uns. Und zwar habe ich wieder so eine Box gekauft mit Tüchern und ich finde diesmal das Design total schön wieder. Also ja, meine ist heute leer gegangen und ich bin heute direkt zu DM gekommen, da habe ich mir direkt eine neue geholt. Und ja, da sind halt so Vögel drauf und so Muster einfach und die ist schwarz. Ich finde die eigentlich total schick und deswegen habe ich mir die ausgesucht. Ja, und dann habe ich bei Ebelin einen neuen Pinsel entdeckt. Allerdings habe ich weniger mitgenommen, als ich dachte, dass ich mitnehmen würde. Weil ich habe euch das mal so abgefilmt, da ist der eine Pinsel, dieser, ich glaube, 4-in-1. Da dachte ich, dass diese Pinsel so ein bisschen fluffiger sind. Aber es ist alles sehr, sehr flach und sieht sehr synthetisch aus, also sehr glatt. Und ich hatte mir eigentlich versprochen, dass das so ein bisschen was Fluffigeres ist, so wie mein Lidschattenpinsel von Sigma zum Beispiel. Aber ja, das ist alles eher so ganz, ganz klein und für so eher so, ja, für Concealer-Arbeiten oder wenn man im Innenwinkel arbeiten will. Und das ist jetzt nicht so das, was ich brauche und deswegen habe ich es nicht mitgenommen, obwohl ich mich darauf eigentlich am meisten gefreut habe. Aber ich habe den Blendepinsel mitgenommen und der kommt hier in so einem, ja, in so einer Verpackung, so einem Mäppchen. Und ich habe davon aber auch direkt zwei mitgenommen. Einen habe ich jetzt eben schon benutzt. Und ich muss sagen, der ist zwar ganz gut, um es zu verblenden, aber der ist auch sehr, sehr fest. Also der hat so einen sehr, sehr kleinen, festen Punkt. Also man kann damit gut in der Lidfalte so arbeiten wie mit so einem Pencil-Brush. Also ich fand es jetzt nicht ganz so einfach, das zu verblenden. Das hat zwar funktioniert, aber ich finde, damit kann man besser auftragen, als dass man verblenden kann. Ich muss damit noch ein bisschen üben. Ich dachte, als ich ihn gesehen habe, auch, dass ich ihn für Concealer gut verwenden kann, um das so zu verwischen. Ich weiß jetzt nicht, ob das damit auch noch so gut geht. Deswegen hatte ich auch zwei mitgenommen, weil ich dachte, einen für Lidschatten und einen für Concealer. Aber ja, ich weiß noch nicht, ob ich das damit machen kann. Aber ich denke mal, der macht sonst einen guten Eindruck. Ich werde auf jeden Fall Verwendung für den haben, aber dann auch eher am Auge für Lidschatten. Ja, muss ich noch mal ein bisschen testen, aber er macht jetzt keinen schlechten Eindruck. Preislich war das, glaube ich, so circa 3 Euro. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber mehr als 3 Euro waren es, meine ich, nicht. Und dann habe ich noch einen Pinsel mitgenommen. Ich glaube aber, dass der gar nicht neu ist. Ich weiß es gar nicht. Das ist hier dieser Rouge-Pinsel. Ich habe mir aber gedacht, den nicht für Rouge zu verwenden, sondern für Puder, weil meiner von Sigma, der ist ja in der Reisegröße und ich glaube, das gibt es nicht mehr. Und ja, ich suche jetzt immer einen, der den so ein bisschen noch ersetzen bzw. ergänzen kann, wenn er schmutzig ist. Und ja, dann habe ich mir halt den hier mal angeschaut. Der ist auch flach gebunden und relativ schmal. Also schmaler auf jeden Fall als der von Sigma. Er ist jetzt nicht 1:1 gleich oder so. Aber ich dachte, vom Grundprinzip kommt das vielleicht nah ran. Und ich mag halt so kleine Puderpinsel ganz gern, weil man damit eben auch unter dem Auge arbeiten kann. Und ich denke mal, dass der sich dafür doch ganz gut eignen wird. Muss ich natürlich noch austesten. Ich habe jetzt Pinsel auch noch nicht gewaschen. Ich habe jetzt den Blendepinsel einfach mal so benutzt. Mache ich sonst auch nicht, aber ich wollte jetzt mal wissen, wie er ist. Und ja, ich werde dann noch ein bisschen rumtesten und mal ausprobieren. Aber also ich finde ihn eigentlich ganz in Ordnung, so im ersten Eindruck. Ja, und dann habe ich noch bei Essence so ein bisschen zugeschlagen, weil ich da noch ein paar Nagellacke aus dem neuen Sortiment haben wollte. Und habe mir dann 4 neue Lacke geholt. Der eine ist ein Sparkle Sand Effekt und zwar in der Farbe Hello Rosie. Und das ist so ein, das erinnert mich irgendwie an Erdbeere, obwohl das gar nicht so ein rötlicher Ton ist. Aber dadurch, dass der diese pinken Glitzerpartikel hat, erinnert er mich einfach so an Erdbeere. Ich weiß auch nicht, es ist irgendwie so, keine Ahnung, wegen diesem Sunstyle, wegen dieser Oberfläche und dann diese Punkte da. Keine Ahnung, ich finde das aber total schön und ich glaube, der ist vielen noch gar nicht so richtig aufgefallen, aber ist ein echt sehr, sehr schöner Lack und ich glaube, den könnt ihr euch wirklich mal ansehen. Ich habe ihn jetzt noch nicht auf meinen Nägeln gehabt, da ist er immer noch mal ein bisschen, ja, ob er sich da gut verhält und wie er trocknet, aber ich denke mal, dass der in Ordnung sein wird und farblich ist der einfach richtig, richtig schön. Und ja, das ist der eine Lack. Dann habe ich mir noch einen nächsten Glitzerlack geholt. Da musste man ja eigentlich zuschlagen, weil die haben so viele schöne neue Glitzerlacke. Und da habe ich mir von den Glitzer Jewels den, wo steht der Name?
Party in a Bottle geholt. Das ist so ein Türkis-Glitzer und fand ich richtig schön. Die haben ja auch diese Nagel-Swatches da. Ich weiß gar nicht, ob der auch geswatcht. Ja, doch, der war auch geswatcht. Das war der erste, den ich entdeckt habe. Und ich habe dann da vor dieser Theke gestanden und geschaut und dann hat der mich als erstes angesprochen, weil ich da auch diesen Nagel da gesehen habe, wo das drauf gepinselt wurde. Und der hat so richtig geleuchtet und das war total schön. Deswegen musste ich den mitnehmen. Und habe ich jetzt auch noch nicht auf dem Nagel ausprobiert, aber auf dem Nagelrad. Und ich denke mal, wenn man den in mehreren Schichten aufträgt, so 2, 3, ist der wahrscheinlich auch deckend. Aber ich finde ihn auch als Topcoat total schön. Dann habe ich noch einen Glitzerlack mitgenommen. Und zwar von der 3D-Glitzer-Reihe, den Glorious Aquarius. Und es ist halt, wie der Name schon sagt, so ein Blau. Und auch den habe ich auf dem Nagelrad geswatcht. Der ist jetzt auch nicht so super deckend, aber halt als Topcoat gut geeignet. Und ja, fand ich einfach wunderschön von der Farbe. Und ich habe mir gedacht, so einen Blauglitzer hast du noch nicht. Und manchmal wolltest du gerne einen haben und hattest keinen. Deswegen musste ich den auch mitnehmen. Man findet ja dann doch immer noch Gründe, warum man dann den 500. Lack kaufen muss, ne? Ja, und dann hatte ich noch gehört, dass dieser Topcoat super sein soll. Das ist dieser, der alle Lacke, die man hat, so magnetisch macht. Ich habe das auf dem Nagelrad schon ausprobiert. Es ist nicht so, dass der Nagellack selbst, der dann drunter ist, magnetisch wird, sondern der hier selbst ist halt magnetisch. Und ich finde, man sieht auch, dass das nur so eine Schicht ist, die über diesem Farblack liegt, die dann diesen Effekt hat, dieses Muster reinbekommt. Aber ich finde es nicht hässlich oder so. Ich finde es eigentlich sehr schön. Aber ich finde, man sieht einfach, dass da was drüber ist, was dieses Muster dann hat. Aber ja, muss ja nicht schlimm sein. Und ich habe es jetzt noch nicht auf meinem richtigen Nagel ausprobiert. Das ist ja immer so ein Geduldsding. Wahrscheinlich hätte ich mir das auch gar nicht kaufen brauchen, weil ich sowieso meist viel zu faul bin, um dann da rum zu hantieren mit den Magneten und so. Aber ja, ich dachte, das ist vielleicht ganz cool. Da kann man wirklich jede Farbe magnetisch machen. Und ja, ich benutze auch eigentlich nicht diese Essence-Magneten, weil ich da mal gehört habe, dass die nicht gut sein sollen, sondern von Kiko. Die hatten mal welche. Ich weiß nicht, ob die immer noch welche haben. Aber da habe ich mir einige gekauft und die finde ich eigentlich auch ganz gut. Damit hat es halt auch auf dem Nagelrad geklappt. Und ja, dann hatte ich hier noch einen Nagellack neu und ja, ist jetzt nicht von Essence, aber macht ja nichts. Und zwar von Essie aus dieser, wie heißt denn diese LE? Ich weiß gar nicht, wie die LE heißt. Diese aktuelle da mit diesen, auch so Sun-Style-mäßig. Da habe ich bei der Sunrise Girl gesehen, dass sie diesen Lack total toll fand. Ich glaube, das war der. Ich hoffe es. Und das ist der Lots of Lux. Und den trage ich jetzt auch. Und da habe ich auch ein Bild auf Instagram. Und das fandet ihr so toll. Also da war ich ganz überrascht, weil das war eigentlich nur so ein Schnappschuss. Ich habe so im Bett gelegen und dann so meine Kette gehalten. Und dann habe ich so ein Bild gemacht. Und ihr fand das alles super. Und ja, das war halt der Nagellack. Und ich finde den auch richtig schön. Ich finde jetzt so, sieht ja gar nicht so toll aus, aber wenn man draußen ist und da richtig die Sonne drauf scheint oder richtig kunstlich, so richtig gelblich ist, sieht das richtig toll aus und gefällt mir richtig gut. Der hat aber ziemlich schnell Tipwear bekommen, also ist nicht so dolle eigentlich, wenn der so, ist ja nicht so ganz günstig, aber er ist trotzdem schön. Deswegen, keine Ahnung, ich finde ihn trotzdem toll. Ja, und dann habe ich noch von Essence so ein XXXL Long Lasting Lip Gloss in Matte Mir mitgenommen. Trage ich jetzt auch gerade. Das ist die Farbe Soft Nude. Und den hatte ich bei der Coco gesehen. Und ja, da sah der eigentlich ganz gut aus, weil ich hatte ihn auch aufgetragen. Und ich finde ihn an mir jetzt aber relativ braunstichig. Liegt vielleicht auch an meinem Typ, weil ich so hell bin und so blond, dass das anders rauskommt. Aber ich finde es trotzdem nicht schlecht. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich dieses Finish mag, weil das ist so. Das ist zwar matt und es ist so, es fühlt sich so sehr pudrig auf den Lippen an, aber es wird zum Beispiel nicht wie diese Manhattan Lip Creams, Soft Matte Lip Creams, wird nicht so fest und ich habe immer das Gefühl, das rutscht hin und her und gibt vielleicht Lücken, weil ich habe ja auch schon mal trockene Lippen und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das wirklich mag, aber an und für sich, es fühlt sich ganz in Ordnung an. Vielleicht braucht man da wirklich sehr gepflegte Lippen, ich weiß es nicht. Also ich würde mich jetzt mit dem ehrlich gesagt noch nicht so richtig raustrauen. Den würde ich erstmal einen Tag zu Hause tragen, wenn es geht. Und dann mal gucken, wie der so aussieht. Aber ja, farblich finde ich es eigentlich ganz gut, weil das sehr neutral ist. Da kann man schon mal mit den Augen so mehr spielen. Aber ja, ich muss einfach mal schauen. Und wie gesagt, ich war ja noch bei Lidl. Und da musste ich mir einfach was kaufen, weil ich stehe total auf Kuschelsocken und die hatten gerade welche zum Valentinstag da.
Und meine, die sind schon so, diese Gummis, die manchmal unten drunter sind, die sind schon so ein bisschen abgegangen und dann rutschte ich immer hin und her mit denen und das ist nicht so toll. Deswegen habe ich mir da einfach so zwei Paar Kuschelsocken mitgenommen. Und ja, die einen sind halt so weiß mit so pinken Herzen und die anderen sind einfach komplett schwarz und haben aber beide halt diese Noppen da, dass man nicht so hin und her rutscht. Das war mir halt wichtig. Ich glaube, die haben 1,50 oder so gekostet. Und ja, die fand ich ganz hübsch. Und dann habe ich noch so Kuchenformen mitgenommen, weil ich schon sehr, sehr lange so ein, ja, so Herzform haben wollte. Und ich hatte nie welche und jetzt hatten sie die gerade da für 3,50, glaube ich. Ist jetzt sehr laut, Moment, deswegen zeige ich sie euch noch nicht. Weil diese Tüte, die raschelt einfach so laut. Aber ja, das ist halt dieses große Herz, das habe ich mitgenommen. Ich denke mal, da findet ihr vielleicht sogar auch noch welche. Weil das noch nicht so lange her ist. Es war halt für den Valentinstag so eine Aktion. Und ja, ich wollte es halt schon lange haben. Und dann noch diese hier. Das sind einfach solche Muffinförmchen, auch in Herzform. Und das sind 8 Stück. Und ja, ich fand das halt ganz nett, wenn man dann das vielleicht sogar mit dem Kuchen kombiniert, dass man ein Herz hat und drumherum irgendwie so kleine und vielleicht obendrauf, keine Ahnung. Und es war auch schon mein Haul. Mehr habe ich gar nicht. Ich dachte, es wäre irgendwie mehr, aber es war doch schon alles. Aber es reicht ja auch. Und ja, ihr könnt mir gerne nochmal sagen, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Schätze entdeckt habt, bei Catrice in dem neuen Sortiment oder bei Essence. Bei Essence wollte ich eigentlich diesen Blendepinsel kaufen. Ich habe ihn bei mir nicht entdeckt. Der war, glaube ich, ausverkauft. Aber ich habe auch gehört bei Coco, dass der nicht so gut sein soll. Deswegen weiß ich nicht so genau. Falls ihr den habt, könnt ihr gerne mal drunter schreiben, wie ihr ihn findet. Weil eigentlich war ich sehr interessiert daran, aber wenn er nicht gut ist, dann spare ich mir das. Und ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Tipps habt bei Essence oder Catrice, was ich mir noch anschauen soll, sagt es. Interessiert hatte mich noch dieses Puder, dieses Wasserfeste, was, wo die gezeigt haben, dass da das Wasser oben drauf liegt. Und wenn man es hin und her kippt, dass das halt da so wie so Tropfen hin und her fließt. Wollte ich mir vielleicht mal kaufen, aber ich weiß es noch nicht genau. Weil ich habe eigentlich Puder noch und ich müsste eigentlich auch mal aufbrauchen, aber es interessiert mich halt total. Falls ihr da schon Erfahrungen mitgemacht habt, könnt ihr es auch gerne schreiben, da freue ich mich sehr drüber. Und ja, ich denke mal, das war's. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss.